Heute habe ich einmal ein ganz besonderes Jugendbuch für euch mitgebracht, das sowohl den niederländischen als auch den belgischen Jugendbuchpreis gewonnen hat und ganz zu Recht, wie ich finde. Das Buch wurde geschrieben von Floortje Zwickmann und heißt Ich, Adrienne Mayfield. Das Buch greift das brisante Thema der Homosexualität auf bei Jugendlichen und es ist eigentlich auch sehr gut, dass es Bücher zu diesem Thema gibt. Spielen tut dieser Roman in London der Zeit von Oscar Wilde und seiner großen Liebe Bosie. Adrienne ist ein Junge, der eigentlich sehr arbeitsam ist. Er hat Eltern, die Schauspieler waren. Sein Vater hat irgendwann dann beschlossen, ich will, wer nichts wird, wird, wird. Alter Witz, aber er hat dann halt beschlossen, eine Kneipe zu übernehmen, ist dann aber irgendwann dem Alkohol selbst zum Opfer geworden. Und Adrienne musste eben mit zusehen, wie er sein Zuhause verloren hat, alles weg war und sein Vater sich eben immer mehr dem Alkohol zugewandt hat. Adrienne arbeitet jetzt in dem Moment, wo wir ihn kennenlernen, bei einem Herrenausstatter und der Tag ist für ihn ziemlich lang und hart. Alles ändert sich, als eines Tages ein sehr dicker Kunde zu ihm in den Laden kommt und dieser Kunde, das wird sehr schnell klar, hat eine homosexuelle Neigung. Aber er ist sehr, sehr nett. Es ist Augustus Trops und Adrienne wendet sich dann irgendwann im Buch an diesen Trops und damit ändert sich sein ganzes Leben. Adrienne ist sich seiner Homosexualität am Anfang gar nicht bewusst. Er weiß zwar mit Frauen nicht unbedingt etwas anzufangen. Er findet es von sich selbst ziemlich verabscheuungswürdig, dass er einen italienischen Fahrradfahrer einfach nur ganz toll findet, macht sich da aber eigentlich so nicht die riesen Gedanken drüber, weil er ja immer noch der Meinung ist, das war jetzt ein Zufall oder so. Er fühlt sich eigentlich mehr zum weiblichen Geschlecht hingezogen. Adrienne kommt in diese große Welt, er wird mitgenommen in die Welt von Oscar Wilde, den er dann auch wirklich trifft und er lernt auch Bosie kennen und diese Welt ist ja eigentlich nicht seine Welt. Er hat weder die finanziellen Mittel, noch hat er die Bildung, und er stößt auch sehr schnell an seine Grenzen. Er kommt dann auch irgendwann ein wenig vom Pfad ab. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant an diesem Buch. Wie entwickelt dieser Junge sich weiter? Wie schafft er wirklich nochmal die Kurve, um wieder in Anführungsstrichen ein anständiges Leben zu führen? Schafft er das überhaupt noch oder kommt er im Laufe des Buches vollständig unter die Räder? Ein sehr, sehr schönes Buch. Ich denke, es ist nicht nur geschrieben worden für junge Männer, sondern auch, ich fand es auch interessant und man sollte dieses Buch einfach auch mal lesen. Es ist ja eigentlich auch so ein bisschen dieses, was ist an Homosexualität jetzt irgendwo verrucht oder warum sollte das um Gottes Willen auch noch unter Strafe gestellt werden? Was hat man einem Oscar Wilde angetan, so einem begnadeten Künstler, nur weil er halt nicht den von den Kirchen und der Gesellschaft vorgezeigten Weg gegangen ist und hat eben nur seine Frau und seine Kinder geliebt, sondern warum ist er auch gerade an Bosie hat geraten. Das mehr möchte ich euch zu dem Inhalt oder von dem Inhalt auch gar nicht erzählen. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Ein sehr, sehr schönes Buch. Wer sich mal mit dem Thema der Homosexualität auseinandersetzen möchte oder wer sich für Oscar Wilde auch interessiert, für das ganze Leben der Londoner Bohème zu dieser Zeit, der sollte wirklich Adrienne Mayfield einmal lesen. Es ist der Auftakt zu einer Reihe und dieses Buch ist wirklich auch sehr schön aufgelegt. Es ist erschienen bei Gerstenberg. Hinten auf dem Buch steht drauf, alles was ich wollte, war ein großartiges Leben, ein fantastisches Leben, ein Märchenleben. War das denn zu viel verlangt? Ob das zu viel verlangt war, was Adrienne da fordert, das werdet ihr selber herausfinden müssen. Und ihr findet hier hinten im Buch also auch nochmal eine Aufstellung der Personen, die mitwirken, würde ich fast sagen, wenn es ein Theaterstück wäre, aber die halt auch eine Rolle spielen. Das Buch hat 506 Seiten. Ich fand es in keinster Weise langweilig. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, Adrienne auf seinem Weg halt zu begleiten, mit ein bisschen Besorgnis, mit ein bisschen Kopfschütteln. Warum
ja, warum manche Menschen andere Menschen nicht so leben lassen können, wie sie möchten, warum wirklich Homosexualität bestraft werden muss und oder wurde. Gott sei Dank sind die Zeiten ja vorbei. Es ist jedenfalls auch ein bisschen ein Appell für ein bisschen mehr Toleranz und jeder sollte doch so leben, wie er leben möchte. In diesem Sinne, Adrian Mayfield, von mir ein Tipp, wer sich mal mit dem Thema auseinandersetzen möchte.